Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tourist Bus Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben im letzten Video unseren ersten Mitarbeiter eingeschaltet, einen Fahrer. Leider keinen von der Werkstatt, sondern einen Fahrer. Wir haben ja noch den Schichtplan, Skillpunkte, die Statistiken und die Finanzen, die wir quasi noch entdecken müssen, freischalten müssen, gelehrt bekommen müssen vom Tutorial. Aber wir springen erstmal. Ach, hier haben wir die Statistiken, okay. Okay, ich bin Level 1, habe eine Bewertung von 2,1. Bin ich das oder ist es die Firma? Ich glaube, es ist die Firma, eine Bewertung von 2,1, oder? Ich weiß es nicht. Eine Tourroute habe ich abgeschlossen. Ich habe einen Fahrer und ein Fahrzeug. Berichtemäßig können wir nochmal die Berichte sehen und so weiter und so fort. Zum Beispiel die letzten 7 Tage. Und ja, ich glaube, ich bin Level 1, habe noch keinen Skillpunkt und so weiter. Ich habe auch das Gefühl, dass es eher so Sachen sind, die ich hier quasi freischalte, indem ich sie mitnehme und entdecke und aufdecke und wie auch immer. Aber ich würde sagen, wir springen mal. Gucken wir mal, was mit den Verträgen. Ich würde sagen, wir setzen uns mal melde wieder hin und springen mal eben. Wahrscheinlich sind da die Skillpunkte. Und springt mal eben zum nächsten Tag. Achso, ja gut, dann ziehe ich das mal ein bisschen nach vorne. Dann haben wir hier gleich. Gehen wir auf 6 Uhr oder so. Wunderbar. Und jetzt haben wir die Statistiken. Der neue Mitarbeiter ist angekommen und steht nun zur Verfügung. Hol dir einen neuen Auftrag. Holen wir uns mal einen neuen Auftrag und schauen mal nach. Neue Aufträge, eine kurze Fahrt. Da haben wir die abgeschlossenen Aufträge. Um 15 Uhr. Dann holen wir uns mal den Auftrag. Wunderbar. Gehe zur Pinnwand, um den Schichtplan aufzurufen. Jetzt haben wir den Schichtplan. Im Schichtplan kannst du deine Routen verwalten. Durch Klicken auf einen Eintrag wird dir auf der Karte der Streckenverlauf angezeigt. Klicke im Eintrag auf den Button im rechten Feld, um Fahrer und Fahrzeuge zuzuweisen. Wähle nun deinen neuen Mitarbeiter und dein Fahrzeug aus. Bestätige anschließend. Alles klar. Wir haben jetzt hier die Fahrdienste. Das ist einmal der. Dann klicken wir jetzt hier drauf, um Fahrer und Fahrzeug hinzuzuweisen. Einmal das Fahrzeug und einmal Emian. Dann bestätigen wir das. Ja. Wunderbar. Das Certification öffnet den Kalender und springe 2 Tage zuvor. Jetzt um 2 Tage. Zeitsprung auf Donnerstag. Ein Busfahrer deiner Firma benötigt dein Fahrzeug für einen Auftrag. Willst du das Fahrzeug abgeben? Anwenden? Jawohl. Nimm mal den Bus. Ich habe Urlaub. Der Auftrag wurde erfolgreich von deinem Mitarbeiter abgeschlossen. Öffne nun wieder den die Fuhrparkverwaltung im Fahrzeugmenü. Fahrzeuge. Dein Mitarbeiter hatte für den Auftrag deinen Bus benötigt. Klicke auf das Feld, um den Bus wieder dir zuzuweisen. Diese Option, Player Vehicle, steht nur zur Verfügung, wenn ein Fahrzeug gerade nicht benutzt wird oder sich nicht in deiner Werkstatt befindet. Du musst also warten, bis ein Fahrzeug wieder verfügbar ist. Alles klar, dann weisen wir uns mal den... den Bus wieder zu als Spielerfahrzeug. Hole dir einen neuen Auftrag, der Dauerauftrag. Es gibt Aufträge, welche dauerhaft bestehen. Diese sind mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. Fehlt dieses Symbol, handelt es sich um einen einmaligen Auftrag. So, dann haben wir jetzt auch nur einen weiteren. Jetzt haben wir die Linie 22, eine kurze Fahrt, auch für $500.
Okay, jetzt kann man auch sogar sehen, wie der Fahrer das gemacht hat. Oh, können wir nicht sehen. Genau, jetzt haben wir hier die Linie 22 von El Matorral nach Castillo Caleta de Fuste. Ja. By the way, Aussprache. Wer Fehler in der Aussprache findet, kann sie gerne berichtigen. Das würde mir sehr lieb sein, denn, naja. Ich hab's lieber, Sachen richtig oder richtiger auszusprechen, nachdem ich es falsch ausgesprochen habe, als, ja, ne? Die Worte und die Namen sind halt da, um richtig ausgesprochen zu werden. Und wenn ihr es halt nicht besser weißt und ihr es besser wisst, dann könnt ihr es mir gerne in Lautschrift oder sowas in den Kommentaren schreiben. Also Linie 22, nehmen wir den Auftrag an. Aktueller Auftrag ist ein Dauerauftrag, immer 14 Uhr, mehr oder weniger zumindest. 14 Uhr am morgigen Tag öffnen wir den Schichtplan, um einem Fahrzeug und dich als Fahrer zuzuweisen. So, Schichtplan. So, dann weisen wir den Bus und mich zu. Ich muss ja schließlich auch ein bisschen leveln. Wunderbar. Wir müssen dann springen. Oder wir können dann ja wieder springen auf den richtigen Tag. Auf den Kalender und springen aus dem richtigen Termin. Hier war das mit den Mitarbeitern, ne? Genau, hier war das mit den Mitarbeitern. Und die Finanzen haben wir hier auch. Aber ist aktuell noch deaktiviert. Gut, mit den Finanzen habe ich jetzt auch mehr oder weniger freigeschaltet. Mit den Skillpunkten, das kommt wahrscheinlich noch, wenn ich weiter aufsteige, wenn ich weiter level. Genau, ich springe dann mal. Oh Gott, wenn ich da hinkomme zum Kalender, ich hätte es auch nicht anders machen können. Dann springen wir zur Fahrt. Und dann fahren wir jetzt gleich die Linie 22 von El Matorral nach Castillo Caleta de Fuste. 15 Minuten wieder Vorsprung bis zum Zeitpunkt. Dann folgen ich mal der Route, wie sie angegeben ist. Der Bus ist sogar schon jetzt wieder in der richtigen Richtung, hat der Fahrer super eingeparkt. I like it. Vielleicht kann man das mit den Skillpunkten auch bei einer Garage oder so, ich weiß es nicht. Okay, hier kommen wir gar nicht rein. Hätte ja sein können. Okay, nevermind, dann geht es halt nur hier vorne rein. Aber naja, gut. Ne, hier vorne. Vielleicht haben wir es hier mit den Skillpunkten, wer weiß das schon. Aber was mit den Skillpunkten werden wir auch tutorialmäßig wahrscheinlich noch erklärt bekommen. Ich steig mal eben ein. Und dann fahre ich so schnell es geht. Den anderen Kram kann ich halt immer noch wieder einschalten. So, Linie 22, dann starten wir den Motor. Also den anderen Kram meine ich jetzt wie. Ach, wie die Klimaanlage, dass ich die einstelle und so weiter und so fort. Wobei, die ist ja sogar noch auf 20 Grad, wunderbar. Dann fahre ich mal wieder zum Startort, das ist ein Startpunkt. Wo ist denn der Sound geblieben? Oder kommt mir nur so vor, dass der Sound jetzt plötzlich weg ist? Den Motor nicht, aber ich höre den anderen, was heißt, nicht mehr, total leise. Ich gucke mal, ob ich das gleich eben fixen kann in irgendeiner Weise. Aber ich höre ihn schon so, ne? So ist es nicht, aber halt zu leise, meiner Meinung nach. Ah, jetzt leichter war Kontakt wieder bei den Headsets. Lass uns mal einsteigen. Mahlzeit. Hi. Hi. Ich mach mal auch das aus mit denen. Mit denen. Wobei, das ist einfach Anleitung. I don't Hello there.
I don't care. Wir hören es ja, wie es richtig ausgesprochen, wie es richtig gesagt wird. Dass sie nicht auf Deutsch sprechen, ist ja obvious. Gucken wir mal, wie viele. Okay, wir fahren nur nach Castillo Caleta de Fuste und dann fahren wir wieder zurück nach El Matorral. Ja, wir können aber jetzt bestimmt. Kann er jetzt bestimmt vorspulen. Zur Abfahrtzeit springen, da schlägt gar keiner mehr ein. Jetzt haben wir die 14 Uhr erreicht. Wir gucken nochmal nach, ob hier noch jemand ist. Hier ist niemand. Dann wollen wir die Fronttür schließen. Wieder in die falsche Richtung geblinkt. Wunderbar, so wie es sein soll. Und dann fahren wir mal nach Castillo. Jetzt habe ich wieder den Rest vergessen. Oh, ich weiß jetzt wieder, was ich vergessen habe mit der letzten Fahrt. Okay, wir haben ja eh gar keine Ansage. Schade. So, kurz auf die Karte gucken. Was haben wir denn hier für eine Strecke? Und nebenbei schummel ich mir noch ein, dass ich gucke, wo wir hinfahren. Genau, wir fahren nach Castillo Caleta de Fuste. So. Kann man auch mal vor Freude, dass man wieder nachgucken musste, weil man es wieder vergessen hat. In die falsche Richtung blinken. Ist das nicht sogar schon ausgeschildert? Nee, nur der Flughafen und so. Aber wir fahren hier rechts rum. Hä? Ich habe nichts gesagt. So, da kommt nichts. Ja, schnell die Kurve noch mehr. Ja, es ist das Einzige, was ich halt schade finde. Ich hoffe, dass es im Bus in the Bus geändert wird. Dass bei beispielsweise bei Fernbus Simulator und bei Tourist Bus Simulator, dass bei den Games von TML Studios, dass der Kameramodus ist zwar da, aber wenn man den Kameramodus im Cockpit quasi beginnt, dann ist der halt nicht zu gebrauchen, weil man halt nur die Innenperspektive gucken kann. Und das ist halt doch schon ein bisschen dann. Bisschen unschön, weil. Na, so Innenperspektive. Hin oder her, man fährt da in der Innenperspektive. Aber man will von der Außenperspektive halt ein Foto machen, ne? So ist es. Und das ist halt dann halt nicht gegeben, was halt ein bisschen belastend ist. Jetzt haben wir wieder eine schöne Baustelle. Und dafür muss man halt, wenn man während der Fahrt ein schönes Foto machen will, muss ich dann halt, hoppla, ich hätte früher bremsen sollen. Dann muss ich halt, der fährt mir bestimmt wieder rein. Okay, diesmal nicht, ich bin überrascht. Dann muss ich halt jedes Mal Außenperspektive, eine Außenperspektive weiterfahren. Ich habe einen Baumarkt in Odin entdeckt, sehr schön, oder den Baumarkt Odin, ich weiß es nicht. Hier kann ich dann mir Sachen für die Bude kaufen. Oi, oi, oi. Das ist halt ein bisschen belastend, ne? Also habt ihr ja gerade eben sehen können, wie das da gewesen ist. Auf den Screenshot, wie ich den gemacht habe, seht ihr zwar nicht. Den schneide ich raus, aber. Ich finde es halt echt belastend. Dass ich halt. Der Fotomodus, das Fotostudio von SCS Software ist halt super angenehm. Du fährst einfach. Oh. Ja. Wie man sehen kann, ich bin noch komplett in der Steuerung von Bus Simulator 18. Ich wollte eigentlich den Blinker anmachen, habe aber dafür halt dann jetzt die Zündung ausgemacht. Weil jetzt sind wir auch in Castillo Caleta de Fuste. War das Fuste? Ja, du fährst auch noch, bitte. Ja, komm,
mal ist wieder einer. Krass über den Bohrstein fahren, weil der einfach nicht weiter fährt. Sehr schön. Ah, das ist halt die KI. Was willst du da machen? Na, kannst du ja nichts gegen machen. Schön, wie sie hier so mitten noch auf der Pampa stehen. So, dann lassen wir sie auch mal hier ein- und aussteigen. Hola. Hola. Während wir hier dann in Castillo Caleta Ola de Fuste stehen. Ich hoffe, ich spreche es nicht jetzt allzu häufig, allzu falsch aus, sodass es halt sich einbrennt bei mir. Aber wie gesagt, wenn ihr Verbesserungen in der Aussprache habt von den einzelnen spanischen Städten, Dörfern, whatever, dann sagt es mir gerne. So, wir sind hier schon bereits bei der Abfahrtszeit, das heißt, wir können. Ich kann direkt weiterfahren. Das ist über die 4. Frage ist, reicht das, wenn ich es entdecke, oder muss ich halt noch draufklicken? Das ist halt die andere Frage, ne? Kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Warum mal die so komisch halten? Ah, wieder ein bisschen zu spät eingelenkt. Aber gut. Jetzt habe ich hier noch, glaube ich, ein Hotel entdeckt oder so. Jetzt ein Elektrogeschäft. Ja, wir können. Man kann echt sehr viel hier machen mit dem Game. Man kann sehr viele Sachen auch einrichten im Haus, glaube ich, oder in der Wohnung. Oder in Wohnungen, ich weiß es nicht. Ein Fahrradverleih entdeckt, sehr schön. Das ist halt jetzt wieder relevant für die Buden, die wir hier anpassen können, sondern relevant halt für die Fahrgäste selber. So, ich gehe mal davon aus, nachdem wir hier die Tutorials zu den einzelnen Sachen hier abgeschlossen haben. Werden die Aufträge auch deutlich mehr bringen als nur 500 Euro pro Linientour. Aber gut, das Geld, das kommt dann irgendwann rein. Ne? Wir sind ja sowieso noch im 100.000er Plus-Bereich. Das ist ja auch gar kein Problem. Ich weiß jetzt nicht. Ja, wir müssen mal schauen. Ne? Also, ich muss mal schauen. Mal gucken, wie das halt mit den Tutorials noch weiter für sich verläuft. Mit den Einführungen in die einzelnen Dinge. Geld werden wir genügend ausgeben können. Da hat das Spiel sehr viele Möglichkeiten für. Muss den Bremspunkt noch besser erwischen, das steht auf alle Fälle fest. Aber das ist ja eigentlich immer so, ne? Spätestens wenn ich dann mit Bussimulator 18 auch durch bin fürs Erste, kann ich mich auch ein bisschen mehr hiermit beschäftigen und dadurch auch ein bisschen besser die Steuerung und so weiter von den Bussen. Vom Bus mittlerweile weiß ich ja ungefähr, ich kann mittlerweile schon wieder besser einschätzen hier, wo jetzt so die Bremspunkt und so weit, die
der Kurvenradiuspunkt ist und so weiter. Oh, jetzt hier lang. Falsche Seite geblinkt. So, ist frei. Dann nehmen wir mal den Kreisverkehr und drehen hier eine Runde. Dann haben wir auch gleich den ersten Dauerauftrag abgeschlossen. Weil das ist Dauerauftrag abgeschlossen. Abgeschlossen ist ja nicht so wirklich. Das Schöne ist, wir können halt prinzipiell das so machen, im Endeffekt, dass wir halt auf den Daueraufträgen Mitarbeiter mit Bussen beschäftigen, dass wir uns gar nicht wirklich um die Daueraufträge kümmern müssen, sondern halt, dass wir halt, dass ich quasi so wirklich nur auf die, die Sightseeing-Touren, Sonderaufträge und so weiter gehe, oder auf die Einzelstrecken, und die Daueraufträge werden halt dann von Angestellten gefahren. Wäre zumindest ein Gedanke, den man machen könnte. Und da würden sich die Fahrer auf alle Fälle gut einsetzen können. Und halt, kann natürlich auch sein, dass man dann halt irgendwann einen Auftrag hat, der ein Sonderauftrag ist, sag ich mal, wo ein paar mehr Busse fahren sollten. Weil man halt eher so einen Zeitdrucker noch dabei hat. Dann lassen wir mal alle Fahrgäste aussteigen. Haltestelle wurde angefahren, keine Fahrgäste wurden an Haltestellen zurückgelassen. Servicewertung 24%, Unfälle 0, Radarkontrolle 0. Plus 304 Erfahrungspunkte. Dann fahre zum Firmengelände zurück. Ich habe das Gefühl, ich hätte WC. Ich hätte noch ein paar mehr Sachen anmachen sollen als nur Dings. Ne? Also die Servicequalität ist so grottig, weil ich bisher immer wieder vergessen habe, dass es ja so ist wie bei Fernbussen, also dass man doch das ein oder andere zusätzliche Feature noch aktivieren kann. Und ich denke mal, das sind halt die Auswirkungen, weswegen die Servicequalität jetzt nicht so überragend war bisher. Wieder zu spät eingelenkt. Ja, wir müssen den Bohrscheiben mit versuchen. Es ist halt echt sehr eng. Aber es ist auch sehr nice, dass es eng ist, weil sonst, es gibt so viele Spiele, die halt so breite Straßen haben. Und das mit den engen Straßen ist halt super nice. Also, ich mag ja sowieso die Challenges und so. Also, ich mag ja sowieso Challenges allgemein in solchen Games. Also, sowohl die wirtschaftliche Aspekt als auch noch Challenges mit drin. Von daher ist das halt ehrlich super, super nice. Also, mir gefällt es sehr gut. Was sagt denn überhaupt der Sprit? Was sagt die Tankanzeige? Der Tankanzeige sagt, wir sollten langsam mal tanken.
So, jetzt haben wir geparkt, sind auf dem Hof, dann steigen wir mal aus. Die Zertifizierung. Alles klar, lassen wir uns mal zertifizieren oder so. Ja. Es liegt ja so viel Baustuff noch rum, also ich fände es sehr nice, wenn sich das alles hier, was wir hier sehen, noch entwickelt und weiter ausbaut. Also so, so quasi so. Öffne wieder den Schichtplan, um deinen Fahrer, deine Mitarbeiter, diesen permanenten Auftrag zuzuweisen. Habe ich mir schon fast gedacht, das ergibt ja auch Sinn. Nachdem du diesen Auftrag erfolgreich selbst gefahren bist, ist er nun zertifiziert. Jetzt kannst du einen Mitarbeiter diesen Auftrag fahren lassen. Okay, wir müssen die Aufträge immer, Daueraufträge immer erstmal selbst fahren. Wir bekommen jetzt 1 Euro mehr als zuvor. Sehr schön. Dann, ändern wir das mal und so. Dann müssen wir uns wahrscheinlich nochmal einen weiteren Bus kaufen, aber wir haben mal das Geld. So ist es ja nicht. Management, gehe zu anderen Computer. Hier haben wir das Management. Inventar. Klicke auf diesen Button, um deinen aktuellen Vorrat an Snacks und Getränke für die Sightseeing-Touren anzuzeigen. Habe ich mir schon fast gedacht, dass die Snacks irgendwie dann doch für die Sightseeing-Touren irgendwie sind. Und durch Klicken auf diesen Button kannst du deinen aktuellen Ersatzteilbestand für die Fahrzeugreparatur sehen. Alles klar. Ja, wir haben natürlich keinen Vorrat an gar nichts. Dann gehen wir mal zum Aktenschrank. Dann haben wir hier die Verträge. Klicke auf diese Buttons. Vehicle Insurances, Loss Insurances, Wi-Fi Services, okay, Wi-Fi haben wir aber schon aktivieren können, um verschiedene Vertragsarten einzuzeigen. Du hast die Wahl zwischen Kfz-Versicherung, Verlustversicherung für nicht abschließbare Aufträge aufgrund erkranktem Personal. Personal kann erkranken, auch sehr, 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 sehr nice, I like it. Verträge für WLAN an Bord deiner Fahrzeuge, Verträge über Ersatzlieferungen. Durch Klicken auf diesen Auf-Button wechselst du in die Spalte für geschlossene Aufträge, für abgeschlossene, und klicke auf den Button, um zu den Vertragsoptionen zu gelangen. Alles klar. Ja, WLAN-Service, das heißt Lieferung und so weiter und so fort. Das ist die Frage, ne? Oh, wir können das sogar noch erhöhen. Krass. Auf 1 Terabyte Datenvolumen. Crazy, crazy. Müssen wir jetzt schon was machen oder nicht? Gehe jetzt zum Taschenrechner im nächsten Raum, okay. Hier haben wir die Finanzen. Durch Klicken auf diese Schaltflächen-Overview erhältst du eine Übersicht über deine aktuellen Einnahmen und Ausgaben. Ja, wir würden das natürlich genau daran machen. Wir würden das natürlich komplett wirtschaftlich machen. Also ist ja klar, wir haben halt den wirtschaftlichen Aspekt hier im Economy-Modus. Und natürlich, wenn wir das Geld haben, dann würde ich dann halt natürlich die Verträge hochstocken, aber erstmal klein anfangen. Wenn du weitere Details zu deinen Einnahmen oder Ausgaben sehen möchtest, dann halt hier auf die entsprechenden Knöpfe drücken. Mit diesen Buttons kannst du neue Kredite erhalten oder den aktuellen Kredit einsehen. Alles klar. Wir haben aktuelle Einnahmen von 1.500. Gut, wir haben noch Schulden. Okay, wir haben Schulden von 200. Gut zu wissen. Ja. Gut, wir haben jetzt eigentlich nur 1.500 Euro eingenommen. Aber gut zu wissen, dass wir auch einen Kredit haben. Gehe zur Pinnwand in diesem Raum. Genau, die Statistiken, die habe ich auch schon gesehen. Diese Schaltfläche gibt dir einen Überblick über deine persönlichen Leistungen und die deines Unternehmens. Der Overview und die Reports, klicke auf diese Anzeige, um die Berichte der letzten Fahrten anzuzeigen. Genau. Also ich bin jetzt hier, ne, 688, ich bin kurz vor Level 2, ich muss noch
drei Touren oder so fahren. Dann bin ich Level 3, abgeschlossene Touren, drei Stück. Und hier halt die Berichte. Genau, WLAN-Service war nicht da, der Busch-Status war nur da, kein Sanitäter-Service, es gibt Sanitäter-Service, okay. Klimaanlage war nicht optimal, okay. Gut zu wissen. Geh aus dem Büro und dann gehen wir nochmal eben in die Werkstatt. Also es scheint ja nicht mal allzu viel zu sein, dann wird das Video halt etwas länger und dann können wir beim nächsten Mal so richtig starten. Können wir auch hier hinten reingehen oder wie oder wo oder was? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das ist einfach nur Gebete. Bin ich einmal schön rumgelaufen, geil. So, die Werkstatt, die habe ich ja auch schon, glaube ich, im ersten Video mir angeguckt. Der Service Truck ist auch interessant. Ich habe wieder vergessen, die Türe zu schließen. Mache ich mal eben. Dann steigen wir eben kurz hier nach oben, hier die Leiter hoch. Gut, dass ich hier Geld mitgenommen habe, ne, was hier rumlag. Überall. Ich habe bestimmt noch Geld irgendwo liegen lassen, aber egal. So, jetzt haben wir hier die Busreparatur. Hier wird eine Liste der zu reparierenden Fahrzeuge angezeigt. Klick auf ein Fahrzeug, um weitere Optionen anzeigen zu lassen. Der linke Button zeigt den allgemeinen Zustand des Fahrzeuges an. Klick auf den mittleren Button, um den Zustand der einzelnen Fahrzeugteile, das haben wir auch schon gesehen, und rechts das Reparaturmenü. Für eine Reparatur benötigst du Mechaniker für deine Werkstatt. Zusätzlich benötigst du möglicherweise Ersatzteile, die du über Lieferverträge beziehen kannst. Einen solchen Vertrag findest du im Vertragsmenü. Okay, wir können gar nicht selber reparieren. Was haben wir? Den Bus. Ölwechsel muss vollzogen werden. Wir brauchen einen Mechaniker. Ich habe keinen verfügbaren Mechaniker, um den Ölwechsel zu vollziehen. Und eine externe Reparatur könnte man machen, ne? Dann haben wir halt den Ölwechsel zumindest schon mal. Der Werkstatttermin ist am 14.06. wird er erscheinen mit deinem Fahrzeug nicht später als 17.30 Uhr. Okay. Die Erweiterung. Geh in dein Auto. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht anklicken soll. Ich muss mit dem Bus dann zu irgendeiner Werkstatt dann fahren, ne? Zu einer externen Werkstatt, wo auch immer die ist. Die nächstgelegene, wahrscheinlich nicht allzu weit entfernt. Hier haben wir die nächste Werkstatt in Puerto del Rosario. Das war ja 17.30 Uhr, ne? Hoppala, sehe ich das auch irgendwie hier beim Kalender? Ja, wunderbar. Externe Werkstatt. Der Termin ist zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr, alles klar. Ja, da fahren wir dann halt dann dementsprechend dann hin. Die Erweiterung gehen in dein Auto. In welches Auto? Mein Auto ist nicht mehr hier. Ihr Witzbolde. Doch, mein Auto ist mittlerweile wieder hier. Ja, gut, ich würde sagen, wir haben erfolgreich den Dauerauftrag gemeistert. Ist ja gut. Und ich setze mich in den Servicefahrzeug, sondern setze mich dann beim nächsten Mal in mein Auto und dann machen wir die Erweiterung und schauen dann an, was dort alles wir erleben werden. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Tourist Bus Simulator Video wieder. In dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.